I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Explorers featuring Crush 40 Freak 89. Machen wir weiter mit den Main Quests. Level 4. Invasion from Twisted Sister. Dryad gilt es wieder zu besiegen. Und ein Botanit. Egal. Moment. You cannot revive if KO'd. Oh! Das wäre eine harte zusätzliche Herausforderung. Aber nee. Das lassen wir mal schön. Weil wenn ich einmal down gehen würde, dann ist es aus. Das will ich jetzt natürlich nicht. So. Na? Endlich. Sorry. Hab leider Gottes einen ziemlichen Allergiehusten. Jetzt gerade sehe ich mir, was mit meiner Kehle schon wieder los ist. Na gut. Wataga. Bam. So. Wie ihr sie alle down macht, ey. Also ich bin mit einem Wirbelsturm drin. Ey, die haben eh keine Chance hier. Es ist blöd, dass mein einziger Angriff, dass ich nur einen einzigen Angriff drauf habe. Naja, dafür erledigt mein schwarzer Ritter sie alle. Der macht sie mit links fertig. Aber gut. Wir sollten uns jetzt zu unserem Ziel aufmachen. Naja. Einmal noch hier. Zuschlagen kann ich schaden. Wenn ich dabei treffen könnte. Ich weiß noch nicht, ob Wasser Dryad doch nicht gut tun würde, weil es ja schließlich ja, dass er schließlich Wasser ist und eine Pflanze mit Wasser begießen. Ja, das. Das ist so eine Sache. Na gut, ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Wo geht es hier zum Wald? Ich glaube nicht. Nö, ich bin hier falsch. Das ist ein Skelett. Okay. Mann, es tut mir leid, dass ich euch jetzt in letzter Zeit full huste, aber meine Kehle bringt mich noch um. Weil ich jetzt diese blöde Pollenallergie habe. Das schon seit längerem. Und irgendwann wird das bald wieder besser werden mit den Husten, hoffe ich. Könnte höchstens ein bisschen draufhauen mit dem Stock, aber das bringt eigentlich gar nichts. Also mit dem Schirm. Einfach nur lol, dass das als Zauberstab verwendet werden kann. Ja, du? Aus dem Weg. Ich werde ein bisschen draufkloppen. Das soll eh nicht viel bringt. Und ich sollte mir vielleicht Kuraga einsetzen. So. Alles klar? Dann auf in den Wald. Dryad wartet schon auf uns. Foster Forest. Centaurion. Da sind sie wieder. Oha, das ist eine neue Technik.
Und hat er bislang noch nie verwendet. Frage mich echt, warum hat diese Technik mein eigener Zentaurus noch nie diese eine Technik eingesetzt hat gegen die Gegner. Naja, Fragen über Fragen, auf die man keine Antwort kriegt, was soll's. Jetzt kommt es wieder zu Skeletten. Na komm her, mein Freund. Ein Schlag von meinem schwarzen Ritter und das war's, ey. Ich bin wirklich froh, dass ich diesen Monster habe. Mit diesem Monster kann man echt ganz schön gut abgehen. So. Ja, blöd, das ist wirklich die einzige Magieattacke, die der Weißmagier beherrscht. Ich sollte dann wirklich wieder auf Schwarzmagier umsteigen. Dann kann ich einiges mehr anstellen. So. Zweites Areal. Und wieder jede Menge Gegner hier. Platsch. Und hier noch. Das hat wehgetan. Du hast irgendwas hinterlassen oder was? Ein kritischer Treffer. Den Zentauren auch noch erwischt? Es kommt mir so vor, als sind sie angriffsbereit. Aua! Alter, wie viel Schaden die machen! Da setze ich mal gleich Protect ein. Und natürlich Panzer. Sehr gut, noch mehr seltene Items. Vigra heißt ja meine Attacke. So. Watergar. Los. Boah, doppelte Critical Hit. Nice. Und hier. Für dich. So. Na komm doch her, du. Bin ich draus. Und tschüss. So, gibt's hier sonst nichts? Nee, ich glaube, es ist mal nicht so viel zu holen. Oder gar nichts. Falls ich überhaupt was finden konnte. Ach so, doch, da. Naja, ist aber auch schon alles gewesen. Na denn. Gehen wir munter und fröhlich weiter. Die Pflanzenlady erwartet uns. Ein weiteres Mal. Wir werden es jetzt mal ein weiteres Mal mit unserer Anwesenheit beehren müssen. Jetzt kann man warten, wenn ich da mal einen Nutzen für das Ganze, für die ganzen Items haben werde. Das ist wirklich ein breites Feld. Was? Das ist jetzt Heilung ein? What the fuck? Was ist mit den Zentaurons passiert, ey? Stark sind die jetzt, Alter. Die sind ein Nichts im Vergleich zu denen, die was ich zuletzt getroffen habe. Wenn sie so stark... Wird meiner so stark sein, wenn ich den so hoch level? Krass, ey. Noch nicht. Hier.
Ah, jetzt sind wieder Fledermäuse am Start. Auch schon eine Weile nicht mehr. Ach, falsch. Ah, Fledermausflügel. Könnte ich brauchen. Ich kann sagen, ihr rennt euch doch gegenseitig an. Hm. Ja, wollte gerade sagen, beende es mal. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und hier. Wasser für dich. Da heilt sich einfach wieder. Wow. Das hat nur ein... What? Wieso hat das keinen Schaden... Oder nur einen einzigen Schadenspunkt gemacht? Stand ich immer noch unter den Effekt? Ich glaube nicht. So, das ist immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Schluss damit. Schluss mit dem Tobabo. Ab geht das. Zum Boss. Dryad will es ja wieder wissen, ne? Wenn ich schaffe, könnte ich auch mit Endcase sie wieder erwischen. Hm. Ah, ja, ja. Muss aufpassen. Alter, jetzt kommt wieder dieses scheiß Kack-Giftgas. Wow. So. Mann! Alter! Okay, jetzt reicht's. Verwandlung! Yeah! Für dich! Alter! Hasse ich doch. Na warte. Leonhard! Das tut weh, ne? Oh. Ja, jetzt wird sie aggro wieder. Aber irgendwas muss ich ja noch besiegen, ne? Wow. Und schwarzer Ritter benötigt etwas Heilung. Alter. Muss aufpassen. Ich glaube, du müsstest da weg, mein Freund. Au, das wird wehtun. Warte, ich helfe dir. So, schon ein bisschen besser. Junge, der muss viele KP haben. Holo Small. Tentakel müssen wir vielleicht besiegen, ne? Ach. Oh oh. Alter. So. Heilung für uns. So. Sehr gut. Zeig's dir. Ah. Bin nur noch blind. Das ist Esuna. Da. Alter. Ja, jetzt kommt das schon wieder.
Okay. Diese seltenen Gegenstände kann ich ja gerade brauchen. So, wo bist du? Da. Hier für dich. Schmeckt das. Jetzt greifst du auch an. So, wieder AP auffüllen. Okay. Halt sehr schlecht, dass sie immer noch am Leben ist. So. Ich dachte, ich wäre eigentlich in ihren Angriff nicht reingeraten. Die Tentakel machen auch noch zusätzlich den. Die Tentakel machen auch noch zusätzlich Ärger. So. Aua! Nein, das hat sie mich gefressen! Alter! Ich wollte nur mal heilen! Warum wollte ich meinen Ritter heilen? Flixes Drecksvieh! Hat so reich wieder vergessen! Hier! So, ein bisschen entfernen. Ich möchte ihn schon wieder Opfer von dem Giftgas werden. Oder giftigen Pollen, würde ich sagen. Wow. Aua! Das ist leider Gottes weh. Schnell heilen. Nein, mein schwarzer Ritter ist tot. Flex noch eins. Ich kann nur das machen. Alter. Ach. Falscher Angriff. So. Nee, kannst du nicht der Kniege. Da hinten. Nein! Jetzt hat sie mich wieder gefressen. Und da beschwört sie noch mehr Monster. Wann kommt eigentlich mein. Wollte gerade sagen. Alter! Es wird langsam knapp, ey. So, schon besser. So. Was sagst du dazu, ne? Aua. Succulent Nektar. Interessant. Was, sie ist tot, aber ich wollte noch in Käse entsetzen. Okay, was soll's. Hey, wir haben die Quest. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir wirklich alles erfüllt? War schön. Kam jetzt unerwartet, aber was soll's. Wir sind hier fertig. So, ich werde jetzt aber vorschlagen, lieber auch gleich auf den schwarzen Magier umzusteigen. Level 40. Ja, den Kampf konnte jetzt nicht ganz überleben, aber hey. Was soll's? Hat mir jemand geholfen, sie zu töten? Welche Ironie. Mein Partner ist tatsächlich weitaus stärker als ich. Mann. Na schön. Hier bin ich Ritter, Rotmagier,
Barde. Ninja. Ey, warum nicht? Wohl. Monstermeister. Maschinist. Zeitmagier. Schwarze Ritter. Ich glaube, ich sollte mal wieder mit dem schwarzen Ritter probieren. Aber natürlich mit schillernder Rüstung. Besseren Axt. So, ich habe keine bessere. Ist immer noch die beste, die ich aktuell zur Verfügung habe, ne? Naja, aber was ich auf jeden Fall brauche, ist das bessere Schild. Und mit Frühlhelm. Frühlrüstung. Frühl. Naja, die Mithril-Rüstung scheint anscheinend die beste hier zu sein, aktuell. Ja, diese Rüstung sieht zwar geil aus, aber... Nope. Bleiben wir so als schwarzer Ritter. Das passt auch. Es sei denn, wir können jetzt wieder was Neues herstellen. Können wir gleich überprüfen, ne? Klar doch, können wir das. Ah! Das eine, was getan werden kann, ist erstmal eine bessere Pistel herzustellen. Und die kleine Biene wäre mir um einiges lieber. Ich nehme ja noch lauter Crowdless Prisms. Und jetzt ist das Gewehr erst. Alter. Oh, das nehmen wir eine Minigun. Silberharfe haben wir natürlich. Ah, Rockgitarre, natürlich. Ja, da fehlen mir leider einiges an Zeugs. Dieses Buch kann ich auch noch nicht herstellen. Wofür das wohl ist, das ist... Das wüsste ich echt zu gern. Ja, da fehlt leider Gottes noch einiges an guten Stuff. Guardstick haben wir schon. Oder? Warum rüste ich den nicht auch gleich aus, wenn ich das... Also als Magier. Also als weiß Magier. Könnte ich das doch besser brauchen. Aber das hier... Wow. Das ist ein cooler Stab. Ups. Kriegshammer haben wir. Ja. Ich schätze... Ich fürchte... Hä? Das ist ein Baseballschläger! Oh mein Gott! Glaub's ja nicht. Und hier ist ein echtes Samurai-Schwert. Da fehlt mir leider Gottes noch ein paar Dinge. Doch hier der Kodachi. Der wäre auch was. Aber ein hell Sparbel fehlt mir dafür. Speere. Ein Jagdspeer hätte ich, ne? Aber den? Wow. Remnant Fire. Für diesen geilen Speer. Oder gibt es auch bessere als den? Alter. Kanes Lanze. Oh. Ja, wir haben ja diese Axt, ne? Der Blutaxt. Dann noch die große Axt. Die wären es lieber. Dunkler Schatten. Das wäre auch ein Bogen für uns. Gotthände. Man. Da fehlt leider viel zu viel Stuff. Auch hier könnten wir das herstellen. Ei. Wir haben leider Gottes noch viel zu wenig Stuff für Goblinhorn. Ja, das soll das nächste Messer auf jeden Fall werden. Und Schwert. Chaosbringer. Heiliger Scheiße, das ist doch cool. Aber ist leider Gottes nicht so stark wie das andere.
Schwert der Könige. Es sieht aus wie ein Schlüsselschwert. Wäre jetzt echt schon krass, wenn sich das wirklich als Schlüsselschwert oder als Anspielung erweisen würde. Albtron Fitchman fehlt mir dafür. Zwiebelschwert. Ein Blutschwert. Nee, also. Was bringt euch der Chaosbringer? Kann Verwirrung hervorbringen. Nee. Nee. Puff. Oh, Moment. Da hat jemand was für uns. Wo ist er? Da. Browser. Eine Information, die mich interessieren könnte. Oh, von einer Esper. Ein Drachenähnlicher mit großen Flügeln. Und ein schimmernden Körper. Ein neuer Esper. Ja. Der werden wir im Laufe des Let's Plays auch nochmal begegnen. Also, ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es das wieder mit dem Part. Und ja. Wie immer gilt, dass es jetzt gefallen hat, ist zu bestätigen, mit einem Daumen nach oben. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush44 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy Explorers. Also, viel Sehen. Tschüss, Leute.